Hello and heartily welcome, dear Puzzle Round Friends oder sowas. Warte mal, nee, Crossword Puzzle Friends. Na, wie auch immer, ich bin mal wieder da für euch mit einem neuen Kreuzworträtsel. Und was haben wir denn hier? Wörter. Dienerin, eine Maid könnte das sein, ist es aber nicht. Dann ist es eine Magd. So, Tachchen, moin, sage ich da nur. Also, moin moin an alle, oder nur moin, für die, denen moin moin schon zu viel ist. PC-Anschluss, könnte USB sein, ja, Autoschlange ist ein Stau, jau, richtig, richtig. Ja, wie auch immer. Ich wollte schon sagen, richtig puppichtig, aber das ist, wer sagt denn sowas? Das Kleingedruckte sind die AGB, würde ich mal sagen. So, dann altgriechische Philosophenschule. Ja. Kfz Osterburg. OBG oder so ähnlich. Zahlungsnachweis ist ein Beleg. Ja, dann wäre das... Jo, dann ist das so. Matador. El Matador. Klatsch ist auch gut. So, wie hieß denn der australische Laufvogel? Waren das nicht Emus? Also ich weiß, die sind... Nee, warte mal. Was gab's denn noch? Also Emu kann ja nicht stimmen. Hinduistische Gottheit. Och nö. Einkaufscenter ist eine Mall. Ja. So, altgriechische Philosophenschule. Weiß ich immer noch nicht. Saarländischer Fluss. Manchmal kann es so einfach sein. Heißwasserbereiter ist ein Boiler. Nicht zu verwechseln mit Broiler. Broiler schmeckt gut, würde ich mal sagen. Ein Fazit ist, ja, genau. So, italienische Hafenstadt, Venedig, vielleicht. Englisch Flag Spot. Die italienische Hafenstadt muss hier jedenfalls eine andere sein. Ich vermute mal, die meinen hier den Torero. So, US-Schauspieler. Irgendwas mit James. Ich weiß noch nicht gerade, wie das gemeint ist. Mit diesem Fragezeichen dort und allem. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der Nachname James sein soll. Kevin James? Nein. Oder ob James der Vorname ist. Entsprechend. Ja. Schlafanzug ist erstmal der Pyjama. Abkürzung Adjektiv ist dieses. Okay. Städtebund des Mittelalters war wahrscheinlich mal wieder die Hanse. Aber ist es nicht. Warte mal. Hansa. Dann eben nur Hansa. So, entsprechend ist analog. Da haben wir hoch. Haben wir hier Sam. Was haben wir noch? Dann ist das Dean. James Dean. Ah, okay. Also war James doch der Vorname. Ja, das ist ja gut zu wissen. So, Englisch Ameise ist Ant. Nicht mit D, mit T. Fötus ist ein Embryo. Hier kommen ja öfter mal Ys anscheinend vor. Und wenn es erst zweimal sind. Klatsch ist eine Rederei oder was? Achso, die Laufvögel sind tatsächlich Emus. Ah, es ging um mehrere. So, dann haben wir das. Rama ist bestimmt eine hinduistische Gottheit. Elea war's. Fazit, Resümee. Oui, oui. Und Rama ist tatsächlich die hinduistische Gottheit. Das gibt's ja nicht. Gibt's dann wirklich Rama, Lama und Ding Dong? Oder ist das was anderes? Mietfinanzierung ist eine Anzahlung, ist es nicht. Was sag mal hier? Wilsbiburg? Ich kann das gar nicht lesen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass mein Licht mir hier ein bisschen in die Augen strahlt. Natürlicher Süßstoff. Stevia war das, ne? Ja.
Okay, dann machen wir einfach mal VIB und dann ist das richtig. Mietfinanzierung ist Leasing. Ja. Kurze Lanze ist, ja. Machen wir doch erstmal die Reuse. Kurzform von Susanne. Susi. So. Dann ist das hier ein Spieß. Mit S natürlich. Aus Spaß wird Ernst. Und Ernst ist mittlerweile 10, 15, keine Ahnung wie alt. Geistvolle Art. Der Spirit? Nee. Wäre ja auch zu schön, wenn das passen würde. Kleine Reise ist ein Trip. Trip, Trap. Brotform ist ein Leib. Mit AI. Trinksprüche sind Toasts. Könnte auch Brot sein. So. Ja, Botenstoff. Dormin. Was? Nein. Teil des Schuhs. Mehrzahl. Sind die Sohlen. Und damit haben wir hier ein Hormon. Und wir sind grün geworden. Das ist doch sehr schön. Vor Neid? Nein, natürlich nicht. So. Jedenfalls, ab geht's zum nächsten. Und da haben wir, mal gucken, wieder ein Lösungswort natürlich. Okay, den Buchstaben haben wir. Indischer König. Ja, das ist bestimmt ein. Der hat bestimmt einen Titel oder einen Namen. Kurzer Regenguss. Weiß ich noch nicht. Reizbar, erregbar. Ich glaube, ein kurzer Regenguss war. Ich glaube, ich hab's, ja. Dann wäre das hier das. Den Sonnengott, den kenne ich. Poetisch Wiese. Aue oder was? Vielleicht. Das weiß ich, glaube ich, auch. Areshügel sagt mir nichts, aber ich weiß. Was da reinkam in Clever. Rote Gartenfrüchte. Was gibt's denn so für Gartenfrüchte, die rot werden? Ah ja, okay, ja. Ich hab's. Dann haben wir die 7 schon mal. Ich muss mal gucken, was habe ich denn jetzt eigentlich alles schon? Ich habe die 1. Ich habe die 7. Rumänische Stadt habe ich noch nicht. Mit Waren versehen. Weiß ich noch nicht. Altersgeld ist klar. Okay. Flächenmaß. Ja. Ein Flächenmaß. Was könnte das sein? Abkürzung Milliliter ist klar. Gruppe könnte eine Gang sein, aber da bin ich mir gerade nicht. Ach nee, kann es nicht. Kann es nicht, weil Milliliter mit M beginnt. Weibliches Pferd ist die Stute, also haben wir hier ein T stehen. Italienisch für Kohlenstoff. Oh Gott. Was ist denn normalerweise? Carbo vielleicht sowas? Ach ja, nee, ich weiß die 7 ja sowieso. Also von daher passt das ja eh. So, weibliches Pferd ist die Stute. Dann haben wir. Okay. Was ist die 5? Rumänische Stadt oder mit Waren versehen? Ah, nee. Flächenmaß, weiß ich noch nicht. Weiß ich immer noch nicht. Drehstange. Was ist eine Drehstange? Eine Drehstange. Hebel oder sowas? Bin mir nicht sicher. Aber kann ja eigentlich auch nicht sein. Alte Silbermünze. Ist wahrscheinlich ein Taler. Und dann ist die Drehstange. Ne. Ruinen. Pleite? Nee. Bankrott? Nee.
Parterre-Abkürzung. Oh, weiß ich doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich gebe mal ein paar Buchstaben ein, von denen ich weiß. Das ist ein K. Dann weiß ich hier noch nichts drüber, aber umgangssprachlich Zitrone 2CV. War wahrscheinlich die Ente oder sowas. Ach Gott, sowas soll man wissen. Dann haben wir hier ein O. Dann haben wir hier R wahrscheinlich. Das ist die Stute gewesen. Okay, mit Waren versehen weiß ich nicht. Ah, oh, das ist schlimm, das ist schlimm. So, dann geben wir mal ein paar andere Sachen ein. Huch. Ach, jetzt ist das schon wieder falsch hier. Falsch rum. So, dann haben wir hier Smart, dann haben wir hier Tomaten. Das ist ja soweit okay. Pat und Patachon oder so. Ja, dann haben wir hier die Aue. Und Areshügel ist mir noch nicht bekannt, aber ich gebe mal Carbo ein. Ja, das hier war der Schauer. Auch richtig. Ja, dann ist das hier die Ente. Okay, ja. Tresor ist ein Safe. Altersgeld war die Rente. Erdgeschoss. Ich überlege gerade, was kann ich denn noch machen? Wo kann ich denn noch was eingeben? Hier Reh. Erdgeschoss. Das ist ja witzig. Ich kann das von woanders hernehmen, weil das ist. Ha, Parterre-Abkürzung ist dann wohl EG, weil es ja das Erdgeschoss ist. Oh, das ist schön, dass sich das so mehr oder weniger das eine zum anderen führt. Das ist schön. Namenszusatz ist zum Beispiel Doktor. So, Fruchtstand, weiß ich noch nicht. Das hier war, glaube ich, Gär, genau. Verderb ist der Ruin. Fruchtstand könnte dann die Beere sein, ist es aber nicht. Okay, eine Gruppe. Machen wir erstmal Milliliter voll. So. Flächenmaß. Meteorologischer Begriff. Unwettern. Was? Nein. Grob ist rabiat. Das haben wir. Mit Waren versehen war beliefern. Ah. Okay. Konditor würde ich sagen, ist das Lösungswort. Dann würde das heißen, hier kommt ein D hin. Okay. Ein Feldmaß oder so. Ja. Dann ist das das Feldmaß, wie es aussieht. Okay, alte Silbermünze war der Taler. Dann ist das hier die Achse. Ja. Vermutlich auch. Okay, reizbar, erregbar. R. Ertern, erfern, ermern, nee. Geben wir mal das O für Kunden. Okay, das O ist auch richtig. Ich weiß nicht, was der Areshügel ist. Käfig, Käfig. Was könnte ein Käfig noch sein? Ein Kau. Kauf? Nein. Okay.
Areopag, wie es aussieht, ist das. Oh, reizbar, erregbar ist erogen gemeint. Und Kaue sagt mir gerade gar nichts. Also nicht im Sinne von Käfig. Poetisch Elch ist auch Elch. Nein. Der altgriechische Mathematiker war Thales. Der hat nämlich einen Satz gesagt, nämlich den Satz des Thales. So, Steuern ist Lenken. Weibliches Pferd war die Stute. Okay, ein Coach. Trainer. Ja. Okay, Elek? Elek? Nee. Dann weiß ich es gerade nicht. Hautausschlag. Ach so, Elen. So, das ist nämlich Akne. Und Siret ist eine rumänische Stadt. Oder Siret, oder wie das halt ausgesprochen wird. Ich will mir da nichts anmaßen. Eine Gruppe ist. Stamm passt nicht. Okay, das ist sau schwierig gerade. Okay, das ist wahrscheinlich dann die Ähre. Ja, ist es. Okay, eine Gruppe. Was könnte das sein? Siam? Nee. Was auch immer ich da, warum auch immer ich das eingegeben habe, das ist Tram. Ist wenigstens, nee, das R ist falsch. Ach, das Team. Ah. Okay, dann ist das hier ein Sturmtief. Und wir haben es wieder mal geschafft. Es sind auch 17 Minuten ungefähr rum. Das ist ja eigentlich noch ganz okay. Da kann man ja mal mit leben, würde ich mal sagen. Ja, und ich hoffe, ihr konntet auch damit leben. Ich hoffe, ihr könnt auch weiterleben. Ich würde euch nämlich sehr vermissen, wenn ihr nicht da wärt. Und ja, dementsprechend ist es mal wieder soweit. Die Folge ist zu Ende, aber die nächste kommt noch. Also, mit diesen Worten, tschüss, bis zum nächsten Mal.